Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich habe einen Ocean-Planet entdeckt. Ich bin hier ein bisschen auf diesem Ocean-Planeten rumgeflogen, war eigentlich auch gar nicht weiter spektakulär. Irgendwo sind wir hier runtergekommen, da bin ich hier zum Polkappe hoch. Hier war eine Unknown Helix, da habe ich einen Laser Waffe aus dem Lasergewehr aus dem Eimer geholt. Dann bin ich hier rüber abgedreht und hier runter, weil ich die Talons entdeckt habe. Da stehe ich jetzt auf dem Talon-Dörfchen. Und da wollte ich jetzt einfach mal hingehen, gucken, was die so im Angebot haben. Netterweise steht hier Baumwolle, das gibt nicht schlecht Pflanzenfaser. Da brauche ich ja auch ein paar Stück noch fürs Schiff. Guten Tag, Herr Talon. Ein Mushroom Farmer. Kann ich bei dir vielleicht Mushrooms kaufen? Du siehst irgendwie besorgt aus. 10 Thermalregulatoren. Die habe ich leider nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich sie herkriege. Bauen kann ich es auf jeden Fall nicht. Dachte Herr. Bier. Möchtest du kaufen? Oh, bald für einen doppelten Preis kaufst du Bier. Unglaublich. Alien-Zeug ist nicht deine Welt. Wir brauchen Bier, Jungs und Mädels. Wir brauchen unbedingt Bier. Aber hochgewachsen, hey. Opuntius Cactus hat er. ...135 Stück. So, es ist das Geld leer. Rohdiamants kosten 400, die sind überpreist, die darfst du behalten. Ja, guck mal, der ist deutlich günstiger mit seinen... Dachte ich eigentlich. Haxfrüchte will ich eigentlich auch keine. Aber ich meine, immerhin kann man Diamanten kaufen. Der ist auch knapp überpreist, nicht viel. Hax habe ich jetzt 500 Stück. Aber immerhin nochmal Opuntius Cactus, den wollte auch jemand haben. Ärger mich. Wird Nacht. Wird immer Nacht, wenn ich Computer spiele. So, dann gehen wir mal zum Captain Chief da drin. Du hast Medizin. Der hat sogar Talon Medizin. Baronwurzeln. Phoenix von Wedel. Opuntius Kakteen. Hast du auch nochmal 60? Ich hab grad kein Bargeld. Obwohl ich auf der Dressari liegen haben müsste. Oh je, meine. Guardpost, da ist noch eine Village. Guardpost, Guardpost. Hütte. Kleine Farm.
wieder zurück zu Tressari eiern. Der macht gut Lichter, der Riese. So, 144 habe ich gefunden. Das geht wie am Schnürchen, muss ich sagen. Blunt-Fiber 140. So, erledigt, würde ich sagen. Mal gucken, wie das hier mit dem Geld aussieht. Im Kabinett müsste noch sein. Dicke. Nu? Zu blöd zum F drücken oder was? Cropfield. Das sieht mir nicht aus, als wäre hier jemand, mit dem man reden könnte. Doch, da ist jemand, mit dem man reden kann. Du verkaufst Süßstoff? Nee, du möchtest Süßstoff kaufen, Unterpreis. Und da ist eine Ameise. Komm her, ich möchte den Talon nicht aus Versehen erschießen. Verkaufst Frucht oder ich darf dir Fruchtsaft verkaufen für, naja, gut, guck mal, na, 50. Ich muss mal unbedingt die Früchte konvertieren. Guardposts, da werde ich mit Sicherheit nichts finden. Tatsächlich aussteigen, dass die Leute hier spawnen. Hier spawnt jetzt aber gerade mal keiner. Okay, da gibt's wohl Cropfields mit und mit ohne. Talon Unknown? Hallo Talon Unknown. Es ist entweder im Wasser oder unterm Wasser. Ich sehe es nicht. Möglicherweise die Statue-Quest. Aber wir wissen ja nichts Genaues, nicht. Da ist ein. Da ist ein neues Gold Deposit. Ich habe das letzte Gold Deposit auch schon abgebaut. Was auch faszinierend ist auf diesem Planeten, der hat eine Schwerkraft, das ist unglaublich. Die Tressari, die kann sich aber mit aller Gewalt in der Luft halten. Da haben wir auch schon das Gold. Das sind winzige Knubbel. Aber wir nehmen es mit. Aber weg ist es schon. Es dauert doch überhaupt gar nicht lang, das zu enden mit der Maschine hier.
ist denn da eine Minigun-Aerodrone an der Dressari? Weil die Dressari sie abgeschossen hat. Ist die andere Village. Silicon. Ich habe auch schon ein Silicon Deposit leer geräumt. Mal so zur Information. Und dann müsste ich eigentlich ja jetzt Steine. Ich wollte Zement herstellen. Und wenn die Steine zementiert sind, müsste man aus dem Silikonerz eigentlich, wenn ich es denn finde. Salz haben wir bis jetzt noch keins entdeckt. Aus dem Silikonerz Silikon herstellen. Und dann können wir auch gleich das Gold vermanschen, während ich unterwegs bin. Eisen werde ich jetzt erstmal nicht meinen, das machen wir als letztes. Ich werde hier erstmal noch drauf hoffen, verschiedene Sachen zu looten. Trapper. Du möchtest auch Bier haben? Ich muss dringend Bier kaufen. Ich muss dringend Bier kaufen. In größeren Stückzahlen. Ach, weg die Blume. Oh, du siehst besorgt aus. Ach, du möchtest auch wieder Thermalregulatoren haben. Was hast du denn eigentlich so im Angebot? Gammelfleisch? Nährlösung? Mushrooms? Habe ich auf der Farm? Was ist denn das? Braphus-Fungi? Braphus-Fungi kenne ich nicht. Ist jetzt meiner. Ein Medizinmann. Bandagen habe ich 17. Ach, du hast nur 9 Bandagen. Na, dann hattest du jetzt mal 9 Bandagen. Funzio Kakteen. Ich kaufe das jetzt einfach blind auf, denn ich hatte irgendwo einen entdeckt, der die haben wollte. Da ist noch ein Ancient Tower. Ich glaube, der gehört aber zu der Quest. Die Titanbrocken habe ich auch schon auf dem Planeten hier gefunden. Normalerweise hätte ich die jetzt auf dem Mond erwartet. Aber die lagen jetzt hier.
Da geht's runter. Wenn ich die Wachs finde, das Trümmerfeld oder die Pelikan heißt sie, dann. Was ist denn da eben explodiert? Ah, haben wir da Drohne abgeschossen. Dann werde ich auf jeden Fall gucken, wie man die Starter-Quests triggert. Denn wenn da die Pelikan liegt, dann können wir auf jeden Fall da raucht's. Können wir auf jeden Fall die Quest triggern, um die IDA zu retten. Ich nehme auch noch mit. Wenn es da so unmotiviert rumsteht, damit kann man Bandagen bauen. Können wir auch mal direkt nach unserer Farm gucken. Ich fühle mich verarscht. Ich habe hier irgendwas hingesetzt und das ist jetzt wieder verreckt. Hier ist Sauerstoff, hier ist Licht. Da waren Herbal-Dingsbums-Pflanzen gesessen. Ach, es wird Zeit, dass wir das neue Raumschiff kriegen, ganz ehrlich. Ja, seht ihr mal, mit welcher Geschwindigkeit die hier abhebt. Ich nehme da meistens einen Vorwärtsschub und gebe dann Gas. Da hinten sind Polaris. Und es sind auch noch mehr Talons. Geradeaus sind auch noch Talons. Unknown Helix, die können wir wieder raiden. Da ist wieder ein Kästchen oben drin. Restrum-Deposit habe ich auch gerade auf dem Radar. Copper, Restrum, Promethium, Silicon. Dann werde ich doch jetzt hier das Restrum mal aufbaggern und die Helix mir anschauen. Und dann als nächstes schauen wir mal, was da hinten für eine Polaris-Hütte ist. Ruinen habe ich entdeckt. Ruinen sind auch gut. Denn da bekommst du Holzplanken kostenlos. Da brauche ich auch noch mal fürs Schiff, muss ich keine doofen Bäume fällen. Wenn ich eins noch weniger mag wie meinen, ist es Bäume fällen. Jetzt mach. Silikon, Promethium, Raketendrohnen. Silikon. Restrum? Wo sind denn diese doofen Ruinen? Egal. Finden sich. Copper. Restrum. Ich bohre das Restrum auf und wie man meinert, habt ihr jetzt schon zwei, dreimal gesehen mit dem Geschoss. Ich werde es rausschneiden. So, dann mal los, ne?
Werkzeug und Feuer frei.